Jetzt gibt er uns ein letztes Mal persönlich die Ehre. Hier ist der Freddy live auf unserer Bühne. Erleben Sie einen sensationellen Live-Auftritt, wie es ihn noch nie gegeben hat. Queen, die Show. Gleich. Bei Kabel 1. Das ist die Krönung. Queen, die Show. Jetzt bei Kabel 1. Herzlich willkommen zu Queen, die Show. Zwei volle Stunden Rock'n'Roll und pure Gänsehaut. Und hier ist Ihr Gastgeber des heutigen Abends. Hier ist Ingolf Lück. Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen hier bei Kabel 1. Herzlich willkommen bei Queen, die Show. Gäste, meine Damen und Herren. Und Ausschnitte, Songs von Queen, die Sie noch nie gesehen haben heute. Und hier ist das Ensemble von We Will Rock You aus Köln mit We Will Rock You. Das ist ein Versprechen, meine Damen und Herren, was wir heute Abend einlösen möchten. Serkan Kaya in der Hauptrolle des Galileo Figaro. Alle großen Hits von Queen natürlich in diesem Musical. Queen, die Band, ich glaube, da sind wir uns heute Abend alle einig. Die Band mit dem wohl charismatischsten Frontman der Rockgeschichte, Freddie Mercury. Und allen... Ja. Und, entschuldige, Mick, aber das musste mal gesagt werden. Freddie Mercury, und das kann ich den Freddie Friends wirklich sagen, den wir heute, und die digitale Technik macht es möglich, den wir heute hier, und das ist wirklich einmal zum ersten Mal in Deutschland, im deutschen Fernsehen überhaupt, live auf dieser Bühne erleben werden. Obwohl Sie natürlich wissen, meine Damen und Herren, dass Freddie Mercury seit 1991 nicht mehr unter uns ist, jedenfalls nicht hier unten, uns aber von oben zuschaut. Also das werden wir schaffen am Ende dieser Sendung, darauf sind wir sehr gespannt. Und jetzt möchten wir Ihnen einmal dieses Phänomen beschreiben, dieses Phänomen Queen. Hier haben wir einen kleinen Film. Eine der größten Bands aller Zeiten und ein unvergleichlicher Siegeszug des Rock'n'Roll. Queen, das sind Sänger Freddie Mercury, der Gitarrist Brian May, Drummer Roger Taylor und der Bassist John Deacon. Über das schwarze Brett einer Londoner Uni lernen sich die vier im Jahr 1968 kennen. Zu Weltstars werden Queen 1975 mit ihrem allerersten Nummer-1-Hit Bohemian Rhapsody. Dieser unsterbliche Song ist bis zum heutigen Tag die einzige Single, die es in vier verschiedenen Jahren auf Platz 1 in den UK-Charts geschafft hat. Vor allem die gigantischen Live-Shows von Queen sind eine unglaubliche Sensation.
In ihren aktiven Jahren von 1970 bis zu ihrem letzten gemeinsamen Konzert in Nettworth am 9. August 1986 spielen sie über 700 Live-Konzerte vor insgesamt 6 Millionen Menschen. Queen veröffentlichten 15 Alben, jedes davon ein Welterfolg. Und Freddie Mercury verrät in einem Interview freizügig sein Erfolgsrezept. I'm just a musical prostitute, my dear. Queen schrieben während ihrer langen Karriere fast 200 Songs. Sie haben bis heute über 200 Millionen Platten verkauft. Und an jedem neuen Tag gehen noch unzählige Queen-Platten über den Ladentisch. Sie sehen, meine Damen und Herren, wir haben es hier heute mit wirklichen Giganten der Rockmusik zu tun, mit einer Band, die Dimensionen gesprengt hat, weil sie niemals künstlerisch stehen geblieben sind. Und das gilt natürlich auch für meine beiden ersten Gäste. Sie hat wirklich eine gigantische Rockröhre. Sie ist eine unglaubliche Performerin, hat 1982 die legendäre Hardrock-Formation Warlock gegründet, ist ein echtes Düsseldorfer Mädchen. Und sie ist heute hier mit einem Mann, der Sportjournalist ist eigentlich, Moderator ist, der Comedian ist und der auch wirklich, und das wird er, vielleicht kann ich ihn überreden, heute beweisen, eine richtig gute Rockgitarre spielen kann. Hier sind Doro Pesch und Lou Richter. Moin. Nehmt Platz. Danke. Doro, du bist ja wirklich die deutsche Vertreterin des Hardrocks in der Welt und auch eigentlich die einzige Frau, die richtig ernst genommen wird in dieser Szene, oder? Ja, also ich tue mein Bestes, ja, aber eigentlich, ich liebe Musik so. und dann hat es irgendwie geklappt, ja. Hat irgendwie funktioniert. Nun haben ja deine Titel, deine Alben haben ja ziemlich, also ihr macht nicht nur harte Musik, sondern ihr habt auch harte Titel, also Triumph in Agony oder True as Steel, Calling in the Wild. Wie war dann deine Verbindung, wie bekamst du eine Verbindung zu Queen und wann war das? Also das war ungefähr 74, 75, da habe ich einen Song, den habe ich so geliebt, das war Killer Queen. Da war ich natürlich noch ganz klein und ging in die Schule, aber halt die Melodie fand ich so schön. Naja, und eben halt, man hat gemerkt, die Band hat Power, die hat Magic, die hat's in sich. Ja, und dann später Bohemian Rhapsody, boah, das habe ich so geliebt. Also finde ich mit eines der schönsten Songs überhaupt, nach wie vor. Ja. Und dann hat sich das irgendwie so, halt so durchs Leben gezogen, als roter Faden. Und ich war schon immer total musikbegeistert, seitdem ich 3 Jahre alt war. Und dann, ja, und dann irgendwann habe ich gedacht, ich mache eine Band. Und dann mit 16 habe ich meine erste Band gehabt. Aber Queen halt war immer so musikalisches Vorbild. Das war, ja, aber es war nicht so artifiziell, weil du hast ja, wie gesagt, dann eher so die harte Musik gemacht. Das war das, was du genießen konntest, auch Queen. Ja, ja, doch. Also Melodien und halt auch, ja, jemand, der halt das so gut präsentiert. Also so ein Frontman wie Freddie Mercury. Also war auch einmalig. Und ja, und ich fand den Highlander-Film so schön. Also das, ja. Da hat Queen ja die Musik gemacht, genau, zum Film. Genau. Mich immer Queen in Verbindung mit Christoph Lambert ist natürlich, das ist, kann man natürlich verstehen, dass da die Mädels drauf abfahren. Wie war es bei dir, Lou? Wie war deine erste Kontakt zu Queen? Genau der gleiche Song, überraschenderweise. Killer Queen, kann ich mich noch 74. Haargenau daran erinnern. 74, ich war gerade Fußball-Weltmeister geworden und sowieso auf Wolke 7. Und hörte jeden Donnerstagabend die Hitparade im Hessischen Rundfunk. Aha. Und da lief halt immer Smokey und Slade und Sweet und Rubetz und all das Zeug, wo man halt dachte, ja, kann man mögen, muss man nicht. Und dann kam irgendwann Killer Queen. Und es war so ein anderer Sound, es war so ein anderer Song, der so rausstach, dass ich mir dachte, was ist das bloß für eine Band? Ja. Und dann habe ich angefangen, mich für die zu interessieren. Hast du auch mal so Posen geübt, so Freddy-Posen? Nein. Hatte keinen Sinn, oder? Hat überhaupt keinen Sinn. Und ich hatte auch nie diesen Schnurrbart und ich glaube, den braucht man da. Ja. Der würde mir auch nicht, mir wächst der gar nicht. Nee. Mir wächst das nee, nicht. Nee, da würde ich Jahre, ja, aber die auch nicht, oder? Nee, ich hoffe nicht, nein. Ich muss mal nachgucken. So, du hast uns deine neue CD mitgebracht. Ja, ist gerade rausgekommen. Warrior Soul, gerade rausgekommen. Lebst du übrigens noch in Deutschland? Du warst lange in den USA. Ja, ich lebe in beiden Ländern. Also ich habe immer noch in New York ein schönes Apartment, sofort am Meer, aber auch halt Düsseldorf, wo ich herkomme. Doro Pesch auf der ganzen Welt erfolgreich und Queen
war auch auf der ganzen Welt Erfolg, aber nicht von Anfang an, denn dieser Erfolg kam nicht über Nacht. Und wir zeigen Ihnen jetzt, wie fing alles an mit Queen, nämlich so. Freddie Mercury wird am 5. September 1946 unter dem Namen Farouk Bulsara als Sohn von Bomi und Cher Bulsara auf der Insel Sansibar vor der afrikanischen Ostküste geboren. Sein Vater ist Beamter der britischen Regierung und somit Teil der Oberschicht. Ab 1955 besucht er das englische Internat St. Peter's School in Panchgani, Indien, wo er seine erste Band The Hectics gründet. Dort bekommt er den Spitznamen Freddie, den er sein ganzes Leben lang behalten wird. Im Jahr 1964 zieht er mit seiner Familie nach England. Die Bulsaras finden ihr neues Zuhause in Feltham, einem Vorort von London. Dort besucht Freddie das Ealing College of Art, das er mit einem Diplom in Grafikdesign abschließt. Und er ist bereits in guter Gesellschaft. Unter anderem studieren dort Pete Townshend von The Who und Ronnie Wood von den Stones. Schon während der College-Zeit entwickelt sich Freddies extravagante künstlerische Persönlichkeit. Zur gleichen Zeit, es ist das Jahr 1968, sucht der Gitarrist Brian May, Physikstudent des Imperial College in London, auf der Uni nach Musikern. Es melden sich der Zahnmedizinstudent und Vollblutschlagzeuger Roger Taylor und der Bassist und Sänger Tim Staffel. Gemeinsam gründen sie die Band Smile. Freddie ist mit Roger Taylor befreundet und besucht deshalb oft Proben von Smile. Etwa zur gleichen Zeit lernt er Mary Austin kennen, eine hübsche blonde Modeverkäuferin. Doch Freddie ist so schüchtern, dass er Mary erst nach 5 Monaten um ein Rendezvous bittet. Für 7 Jahre sind die beiden ein glückliches Paar. Mary erinnert sich. 5 months later, we were living together. And continued that for, I don't know, 6 years. Im Sommer 1970 verlässt Tim Staffel die Band. Freddie steigt als neuer Sänger ein und ändert sofort den Namen der Band. Aus Smile wird Queen. Da Freddie keinen Bass spielt, suchen Queen nach einem geeigneten Bassisten. Sie finden ihn 1971 in John Deacon. Diese Besetzung wird sich bis zu Freddies Tod im Jahr 1991 nicht verändern. The same 4 people. And, you know, it's Roger, Brian, myself and Freddie. Am 9. April 1973, Freddie ist gerade 26 Jahre alt, geben Queen ihr erstes Konzert. Sie spielen Keep Yourself Alive, ihre erste Single-Auskopplung. Der unaufhaltsame Weg nach oben hat begonnen. Aber dieser unaufhaltsame Weg, den der Queen beschritt, der dauerte noch ein bisschen. Denn am Anfang konnten die Mitglieder von ihren Jobs natürlich nicht leben von der Musik. John war noch Lehrer, Brian schrieb seine Doktorarbeit, er ist Bachelor of Science in Astronomie, soweit ja. Ich weiß. Und Freddie und Roger hatten einen Klamottenstand in Kensington, wo auch Freddies Bilder verkauft. Wir haben ganz tolle Sachen übrigens bekommen, die muss ich euch unbedingt zeigen, aus der alten Zeit. Nämlich hier ein Hectics-Foto, also Freddies erste Band. Die haben bestimmt ganz langsame Musik gemacht, oder? Ja, wenn man dem Namen glauben darf, auf jeden Fall. Und hier sehen wir auch noch ein Autogramm, da hat Freddie noch mit Farouk Bulsara, wie wir eben hörten, das ist ja sein ursprünglicher Name, sein Geburtsname noch unterschrieben. Das ist also natürlich gesucht. Da muss man schon 14.000, 15.000 Euro für auf den Tisch legen, wenn man das heute haben will. Die Sachen sind alle hochversichert. Und noch höher versichert ist dieses kleine Poesiealbum, in das Freddie Mercury, also als Farouk Bulsara, noch für seine Freunde von der Band schrieb. Ja. Was steht da? An deinem Busen möchte ich rasten, wie das Pferd am Futterkasten. Das ist auch nett. Also es ist, sehr, sehr schwierig zu legen. Aber special, I wish a special wife for you, also und Hectics, also es war ein Freund der Band.
Ja. Und so haben wir noch einige, ganz viele Sachen, meine Damen und Herren, die wir Ihnen in dieser Sendung zeigen können. Und wir zeigen natürlich auch Musik, das ist ganz klar. Sie haben online bei Kabel 1 auf der Seite abgestimmt, denn wir haben aufgerufen, aus den ungefähr 200 Songs auf den 15 Studioalben, die Queen herausgebracht hat in der Zeit, ihre Lieblingssongs zu voten. Daraus haben Sie drei Songs gewotet, also drei sind am meisten gewotet von Ihnen. Und aus diesen drei Songs können Sie jetzt heute Ihren Lieblings-Queen-Song of all times auswählen. Rufen Sie an, nennen Sie uns Ihren Song und unter allen Anrufern wird ein Honda Jazz ausgelost für 18.000 Euro. Also seien Sie dabei, rufen Sie an. Wir sind gleich wieder für Sie da mit Queen, die Show. Rufen Sie an und wählen Sie Ihren persönlichen Lieblingssong von Queen. Easy come, easy go, will you let me go? Bismillah, no, we will not let you go. Let him go. Bismillah, we will not let you go. Let him go. Rufen Sie an und gewinnen Sie diesen Honda Jazz ES Sport mit 1,4 Liter Motor im Wert von 18.000 Euro. Hoher Komfort und reichlich Platz in Verbindung mit ultrasportlichem Design. Rufen Sie jetzt an unter 01379 890 und die Endziffer Ihres Favoriten. Viel Glück! Wir Chinesen nützen Kräfte der Kräuter auch für Hals und Lachen. Blend aber wie Feuer. Deshalb will Han erfunden wohltuende Bonbons. Wer hat's erfunden? Ricola. Aus 13 natürlichen Kräutern Ricola Kräuterbonbons. Wohltuend für Hals und Rachen. Ricola. Ricola. Plastik gegen Rockmusik. Hey! Festplatte gegen E-Gitarre. Dauerlächeln gegen wahre Gefühle. Das Heldenepos mit den gigantischen Hits von Queen. We are the champions, my friend. Ab nach Köln, Hauptstadt der Champions. Das ist im Grunde genommen ist das wirklich das hochgetunteste Stück Holz, was es überhaupt auf der Erde gibt. Das ist unglaublich mühsam und liebevoll zusammengebaut. Damals, also Vater und der Sohn haben sich zusammen hingesetzt und haben gesagt, Sohn, ich baue jetzt mit dir eine schöne Gitarre. Und dabei ist ein Instrument rausgekommen, das ja wirklich den Sound des Rock verändert hat, weil diese Gitarre halt auch so ein paar Spezialitäten aufweist, die in keiner anderen so verarbeitet wurden. Ja. Also, naja. Dieser Hals ist übrigens aus einem alten Mahagoni-Kamin gebaut. Und dann hat er oben, hat Brian May, hat diese Perlmutterknöpfe hat er aus der Schmuckschatulle seiner Mutter genommen, um hier zu bauen. Also gespielt hat er übrigens mit einem Geldstück, nicht mit wie die Gitarristen mit so einem weichen Plektrum, mit so einem kleinen, sondern mit einem richtigen Geldstück, um diesen harten Sound zu haben. Das war der Anfang, wir sind im Jahr 1973 und die Welt hat natürlich noch keine Ahnung, was sich da in London und England musikalisch zusammenbraut. Im Juli 1973 erscheint das erste Album mit dem Titel Queen. Es hält sich 17 Wochen in den britischen Charts. Mit der zweiten Single aus diesem Album, Seven Seas of Rye, erreichen Queen im Frühjahr 1974 einen ersten Achtungserfolg. Der Titel schafft es auf Platz 10 der Hitparade. Freddie arbeitet wie besessen an seinem Image als Rockstar und gibt sich den Namen Mercury, in Anlehnung an eine Textzeile des Queen-Liedes My Fairy King. Oh Mother Mercury, what have you done to me? Mother Mercury, Mercury, look what they've done to me. I cannot run, I cannot hide. Im März 1974 wird ihr zweites Album Queen 2 veröffentlicht und Queen gehen auf Tour durch England und die USA. Im Spätherbst desselben Jahres bringen Queen Killer Queen als Single aus ihrem noch nicht veröffentlichten dritten Studioalbum Sheer Heart Attack heraus. Sie erreichen damit Platz 2 der britischen Charts. Queen haben es geschafft. Jeder Engländer kennt ihren Namen. She's a
Anfang 1975 gehen Queen auf Tournee. Freddie findet immer mehr Gefallen an seiner Rolle als Rockstar und zeigt dies nicht zuletzt bei seinen zahllosen, legendären und vor allem exzessiven Partys. Es gibt alles. Promis, Sex, Drogen und Skandale. In Japan werden Queen von 3000 hysterischen Fans empfangen. Die Band ist überwältigt von diesem Erlebnis. Die japanischen Medien sind sich einig, dass Queen zu den drei besten Bands der Welt gehören, noch bevor sie auch nur einen Ton live gespielt haben. Ihr erstes Live-Konzert findet in der legendären Budokan Hall statt. Sumo-Wrestler werden als Securities angeheuert, um die Massen im Zaum zu halten. Obwohl Queen am anderen Ende der Welt bereits Megastars sind, haben sie im eigenen Land noch keine Nummer 1-Hit landen können. Ausgerechnet das Lied, das nach Meinung aller Plattenbosse völlig chancenlos war, wird die lang ersehnte Nummer 1 der Band und zugleich eines der bedeutendsten Lieder der Rockgeschichte. Bohemian Rhapsody. Queen haben den Gipfel erreicht. Easy come, easy go, will you let me go? Bismillah, no, we will not let you go. Let him go! Bismillah, we will not let you go. Let him go! Bismillah, we will not let you go. Let me go! We will not let you go. Let me go! We will not let you go. Let me go! Mama mia, let me go. Bohemian Rhapsody war, das war unglaublich, oder? Ja, ja. Das ist uns, glaube ich, allen so gegangen. Ein Titel, der 99 Sekunden, hätte ich beinahe gesagt, dauerte. Also fast 6 Sekunden. Und Queen hat ja... Was war? Hat einer nachgerechnet. Ja. Es hat ein bisschen gedauert. Auf jeden Fall. Queen konnte, man ging damals zu Top of the Pops und spielte seinen Titel. Und Queen konnte natürlich diesen Titel überhaupt nicht performen. Deswegen haben sie ihn aufgenommen und haben somit das erste Video der Rockgeschichte hergestellt. Das war wunderschön. Ja, das kann ich mich noch daran erinnern. Und ich fand auch Freddy so schön mit den langen Haaren, muss ja. Ich sagen. Ich stehe immer noch auf lange Haare, ja. Aber das Video, das war wirklich einmalig. Ja. Ja, aber bei Jungs. Ja, ich habe ja auch ein bisschen... bisschen ich lasse auch wieder wachsen. Ja. Ah, ihr seid süß. War übrigens 9 Wochen Platz 1, damals 1975. Und ist nach Freddys Tod 91, 92 noch mal wieder ein paar Wochen auf Nummer 1 gegangen. Bohemian Rhapsody. Und halt auch ein Song, der im Grunde genommen, also haben wir ja gerade in der Matz auch gesehen, wo alle in der Plattenfirma gesagt haben, das ist keine Single. Ja. Tu mir mal einen Gefallen, mit sowas kann man nicht rausgehen. Das ist keine Single. Singles dauern 2:30, haben Strophe, Refrain, Mittelteil und Feierabend. Und das war vollkommen anders. Das war so dermaßen anders, dass die Leute offensichtlich begeistert hat. Meine Damen und Herren, jetzt wollen wir schauen, wie war eigentlich der Mensch Freddie Mercury, was steckte hinter dieser schillernden Figur, dieser schillernden Bühnenfigur? Und ich bin sehr froh, dass zwei Gäste heute zugesagt haben, zu uns zu kommen. Sie haben beide jeweils ein wundervolles Buch über Freddie Mercury geschrieben. Hier ist der letzte Lebens- und Liebesgefährte von Freddie Mercury. Und hier ist sein Assistent, derjenige, der 12 Jahre lang beruflich an seiner Seite stand. Ich begrüße ganz herzlich Jim Hutton und Peter Freestone. Jim. Hi. Peter, hi. Take a seat. Jim, wie haben Sie Freddie kennengelernt? Waren Sie ein Fan oder wie sind Sie zusammengekommen damals? I actually met Freddie in a club in London. Nun, das war in einem Club in London, wo ich ihn getroffen habe. Heaven, glaube ich, war der Name. I was at a bar getting a drink. Naja, ich ging zur Bar, hatte einen Drink. Und da kam dieser Typ und sagte, ich will dir das ausgeben.
Und dann haben wir einen Drink zusammengenommen. Das war der Anfang. Der Anfang. Also des Essentreffens. Also wie man sagen würde, eine ganz klare Anmache. Spend somebody a drink. I think it was his chat-up line. It didn't work though. Nein, hat mich ja doch in der gewissen Weise angemacht, na klar. I didn't get all that. Und Peter, Sie waren 12 Jahre lang der Assistent von Freddie Mercury. War das ein 9-to-5-Job? No, I've actually never done a 9-to-5-Job. Ich habe niemals so einen Job gehabt, von 9 bis 5. Mit Freddie war das anders. 24 Stunden am Tag, 7 Tage in der Woche. Das war sehr, sehr früh. Meine Arbeit hat normalerweise dann geendet, wenn Freddie geschlafen gegangen ist und hatte dann angefangen, lange bevor Freddie aufgestanden ist. Man muss ja die ganzen täglichen Arbeiten machen, zur Bank gehen, das Büro vorbereiten, also die ganzen normalen Sachen, die man normalerweise den Tag über machen. Und das muss ich dann machen und so lange aufbleiben, bis Freddie dann schlafen geht. Das war aber Spaß. Wünschen wir uns auch, oder? Jemand, der diese Dinge für uns tut. Babysitter. Ja. Nun war ja Freddie sehr extrovertiert. Es gibt aber die Meinung oder die Geschichte, dass Freddie privat ein eher ruhiger, introvertierter Typ war. Oh yes, I mean. Ja. Also auf der Bühne war das natürlich anders. Das war der professionelle Auftritt. Da war er sehr extrovertiert nach außen hin. Aber wie jeder, der einen Beruf hat, wenn man seinen Job verlässt, dann wird man anders und dann lebt man ein anderes Leben. Und so war es auch bei ihm, er wurde dann ruhiger. Glaubt ihr, dass man, dass es okay ist, Queen-Songs zu covern? I don't think they need to be. Nein, ich glaube nicht, dass das notwendig ist. Was Freddie überhaupt nicht gemocht hat, was er gehasst hat, insbesondere in frühen 80ern, das waren die DJs in den USA, die alles remixed haben. Ich glaube auch, dass es ein Unterschied ist, wenn man jetzt Sachen remixed und, oder wenn man Sachen als eine Hommage, als einen großen Künstler noch einmal neu aufnimmt. Und ich denke, ich darf Ihnen jetzt einen Künstler vorstellen, der Sie sicherlich überzeugen wird. Er hat Freddie gekannt, er ist mit ihm zusammen aufgetreten bei Rock in Rio vor 350.000 Leuten. Und er hat den inoffiziellen Glasnost-Hit gesungen, Winds of Change, der in der ganzen Welt bekannt geworden ist. Hier ist Klaus Meine von den Scorpions mit Love of My Life.
Dankeschön. Klaus Meine, zauberhaft beglitten, ja. Klaus. Wenn man eure schnellen Titel kennt und liebt, das ist ja jetzt eher ein ruhiger Titel, eine Ballade. Hast du den aus besonderem Grund ausgesucht? Ja, wir haben ja 2001 das Akustikerprojekt gemacht, haben mit verschiedenen Coverversionen gearbeitet und natürlich an den Queen-Songs kommt man nicht vorbei, weil die haben einfach die schönsten Rockballaden geschrieben überhaupt. Natürlich auch viele richtig harte, richtig gute Losgeh-Sachen, aber im Balladenbereich, Love of My Life, ich denke, das ist eine der schönsten Balladen der Rockgeschichte. Und da gab es keinen Weg dran vorbei. Ja. Ich darf den jetzt gleich auch auf unser Sofa bitten. Okay. Und wir, meine Damen und Herren, zeigen Ihnen, wie Queen die Welt erobert hat. Stop me now. 1976 gehen Queen auf Welttournee. Konzerte in Japan, Amerika und Europa stehen auf dem Programm. Freddie nimmt inzwischen Ballettunterricht. Hier perfektioniert er seine extravaganten Bewegungen, die seine außergewöhnliche Bühnenpersönlichkeit hervorheben. Trotzdem bleibt die gesamte Band für ihn das Wichtigste. Everybody calls me the leader of the band. I'm just the lead singer. And no, there's no such thing. But I'm not the general or anything. We're all four equal people, four members. Nothing really matters to me. Etwa zu dieser Zeit hat Freddie auch sein privates Outing. Er gesteht seiner langjährigen Freundin Mary Austin, dass er schwul ist. Mary reagiert sehr verständnisvoll und nimmt sich auf Freddies Wunsch ein Apartment ganz in seiner Nähe, damit sie sich trotzdem täglich sehen können. Once that had been discussed, he was a different person again. He was like the person I'd known in the early years. He was more at one with himself, more relaxed, more happy. You take my body. 1977 wird England zur Wiege der Punkbewegung. Queen wird von der Presse kritisiert, im Gegensatz zu Punkkollegen wie den Sex Pistols keinerlei revolutionäre Botschaft in ihren Texten zu transportieren. Aufgrund dieser Kritik ziehen sich Queen ins Studio zurück und schreiben einen ihrer kraftvollsten und aggressivsten Hits. We Will Rock You. Ein Welthit. Und auch der nächste Song wird ein Welterfolg. We Are The Champions. Album Jazz sorgen Queen nicht nur musikalisch für Furore. Der Platte ist ein Poster beigefügt, auf dem 100 nackte Frauen auf Rennrädern durch das Wimbledon-Stadion fahren. Auch die Release-Party ist legendär. Sie findet auf einem Boot in Montreux am Genfer See statt. Auch hier ist das Motto Sex, Drugs and Rock'n'Roll. Die anlaufenden 80er Jahre stellen für Queen den Beginn einer neuen Ära dar. Die Single Crazy Little Thing Called Love ist ein Hommage an die Musik der späten 50er Jahre und wird ein Riesenerfolg. In about 4 weeks, we did a little bit of pre-writing, but most of it was done actually to the film. Kiss for every one of us. Stand for every one of us.
Und wieder gelingt der Band ein Riesenerfolg. Another One Bites the Dust. Aus der Feder von Bassist John Deacon wird die meistverkaufte Queen-Single weltweit. Another one bites the dust. Another one bites the dust. And another one gone, and another one gone. Another one bites the dust. Hey, hey, gonna get you too. Another one bites the dust. Man hört, dass das der Bassmann geschrieben hat, den Song, ne? Man hört, dass das der Bassmann geschrieben hat, tatsächlich. Man muss es einfach nur mal zeigen, das ist die LP Jazz, und wie wir bei uns sagen, Jatz. Und auf dieser LP war auch Bicycle Race. Und hier war ein Poster eingelegt, auf dem diese 100 nackten Damen zu sehen waren auf dem Fahrrad. Die sind heute auch alle schon ein bisschen älter, aber damals waren die noch richtig. Und ich glaube, haben die überhaupt einen Sattel? Auf Wunsch. Ah, ja, auf Wunsch, Sattel. Das ist interessant, das ist lustig. Also die Sattel, die konnte ich nicht zurückgeben. Sie haben die Fahrräder gemietet und das Unternehmen, was die Fahrräder ausgeliehen hatte, wollte die Sattel nicht mehr zurücknehmen. Naja, aber ich meine, es gibt auch welche, die bei eBay dafür viel bezahlt hätten, ja? für diese gebrauchten Sattel. Wir sind gleich wieder für Sie da, meine Damen und Herren, mit den Scorpions, mit Chris Norman, mit dem Konzertveranstalter Fritz Rau. Und wir werden dank eines sensationellen Tricks Freddie Mercury hier live im Studio erleben. Und erhalten Sie die Chance auf unseren nagelneuen Honda. Bis gleich. Dies persönlich und aus der Sicht seiner engsten Vertrauten. One of the most important figures in rock and roll. Freddie Mercury, ein Porträt. Heute um 22.30 Uhr. Gegen Rockmusik. Hey! Festplatte. Buddy, you're a boy, make a big noise, playing in the street, gonna be a big man someday, you got... Willkommen zurück, meine Damen und Herren, bei Queen, die Show. Das Publikum ist gut drauf. Ja. Wir schreiben in unserer kleinen Queen-Geschichte das Jahr 1980. Und der Sound von Queen ändert sich. Auf den ersten Alben habe ich immer noch ganz stolz drauf gestanden, alles ohne Synthesizer. Aber dann kam Punk, na gut, das war kein Synthesizer. Dann kam Wave, und dann hat Queen natürlich auch den Sound ein bisschen angepasst. Und auch die Konzerte wurden noch größer, noch ausufernder, noch gigantischer. Und sie eroberten im Handstreich Südamerika. I want to break free. Im Februar 1981 meistern Queen ihre bisher größte Herausforderung. Als erste europäische Band touren sie durch Südamerika. Innerhalb von 8 Tagen spielt die Band in 5 großen Stadien. Fred, how do you feel playing and singing before 200,000 people? I'm done it yet. Und Südamerika liegt Queen zu Füßen. Jeder Song wird von den begeisterten Fans Wort für Wort mitgesungen. Beflügelt durch diese Eindrücke in Südamerika gehen Queen gemeinsam mit Superstar David Bowie ins Studio. Es entsteht das Duett Under Pressure. Der Song erscheint im Oktober 1982 als Single und erreicht wieder Platz 1 der Charts. In New York feiert Freddie am 5. September 1982 seinen 35. Geburtstag und lässt dazu Freunde aus aller Welt einfliegen. Sie wohnen auf seine Kosten in einem der teuersten Hotels Manhattans. Allein die Champagnerrechnung beträgt angeblich über 50.000 Euro. Freddies Feste sollten sein Leben lang legendär bleiben. Er liebte Motto-Partys und war oft Tage oder Wochen lang mit den Vorbereitungen beschäftigt. Sein Leben wird zu einer großen, wilden Party. At the end of the day, I take home my
Zu ihrem 10-jährigen Jubiläum schenken Queen sich und ihren Fans 1982 ein Greatest Hits Album. Das Album kommt am 2. November in die Läden und klettert bis auf Platz 1 der britischen Top 10. Das Album bleibt unglaubliche 10 Jahre lang in den Hitcharts. As long as the people are still buying the music, then it's okay. When they stop buying our records, then I'll say goodbye and do something else, become a strip artist or something. Yeah. What to what music you would strip? What music would you use? All the songs I've written. Like, come on. Nach einem Jahr Pause melden sich die vier 1984 mit einem Paukenschlag zurück. Die Single Radio Gaga schlägt ein wie eine Bombe. Der Anstoß zu diesem Lied stammt von Rogers damals dreijährigen Sohn. My two-year-old son was listening to the radio and I thought it was all, he just said, oh, Radio Kaka or something. And I had to agree. And in fact, we never changed the lyric. Das nachfolgende Album The Works enthält den Hit I Want to Break Free. Das Video, in dem die vier als Frauen verkleidet durch ein Haus toben, erregt großes Aufsehen. Alle Medien feiern es als ein mutiges Bekenntnis von Freddie zu seiner Homosexualität, obwohl die Idee zum Clip von Schlagzeuger Roger Taylor stammt. I was dying to dress up and drag. In fact, it wasn't my idea at all. I'm sure everybody thinks it's my idea being outrageous. It was Rogers, wasn't it? It was. I mean, it came from Roger, and I was. And everybody thinks, I bet. In fact, they asked me, so how did you get the other three to get into it? In fact, they ran into their frocks quicker than anything. Queen lieben außergewöhnliche Videos. Auch das Video zu ihrem Titel The Miracle erregt großes Aufsehen. Die Band wird komplett von Kindern gedoubelt. Am 13. Juli 1985 spielen Queen bei Live Aid. Das von Bob Geldof initiierte Charity-Konzert zugunsten der Afrika-Hilfe wird in 160 Ländern weltweit ausgestrahlt und von 1,5 Milliarden Menschen auf den Bildschirmen verfolgt. Freddie ist in Höchstform und liefert die Show seines Lebens. Unter den Eindrücken von Live Aid entsteht das nächste Album, A Kind of Magic. Mit diesem Album gehen Queen auf die Magic Tour. Der Konzertveranstalter Fritz Rau ist hautnah dabei. Queen keeps my spirit young, so I can suffer with my body quite long. Niemand ahnt, dass es die letzte gemeinsame Tour sein wird, denn Freddie erfährt in diesem Jahr von seiner tödlichen Krankheit. Zu dieser Zeit lebt er bereits mit Jim Hutton zusammen. Obwohl der verzweifelte Freddie ihm freistellt zu gehen, bleibt Jim aus tiefer Liebe bei ihm. Er wird ihm bis zu seinem Tod bedingungslos die Treue halten. Furioser Höhepunkt der Magic Tour sind die Konzerte im Wembley Stadion. Dort dementiert Freddie vor laufenden Kameras und zigtausenden Zuschauern die immer wieder aufkeimenden Trennungsgerüchte. Forget those rumors, we're gonna stay together until we fucking will die, I'm sure. Das Finale der Tour, bei der Queen 26 Konzerte in 8 europäischen Ländern spielen, findet in Knebworth, England statt, vor 120.000 Menschen. Es ist innerhalb von nur 2 Stunden ausverkauft. King Mercury. Long may she reign. Die Besucher sehen nicht nur eine gigantische Show, sondern auch das unwiederbringlich allerletzte Konzert von Queen mit Freddie Mercury. Wie hat denn der Buckingham
Kölles reagiert auf dieses Kostüm am Schluss des Konzerts. Gab es eine Reaktion? I never heard anything. Nun, ich habe da gar nichts von gehört. Nun, Sie sollten stolz darauf sein. Also, ja. Du bist ja Klaus auch, trittst ja auch vor unglaublich vielen Menschen und ich glaube, du bist zu Hause, hast du auch deine Slipper an und deine Turnhose ganz normal, denke ich, ne? Ja, logisch. Ja. Wie war das Rock in Rio? 350.000 Leute, ist da mehr Adrenalin, ist da noch mehr Power, ist das noch ein besonderer Das ist einfach unglaublich, das ist unbeschreiblich, weil man weiß, dass man diese Shows und damals, ich meine, das war 1985, 350.000 Fans für Rock in Rio, das war einfach ein gigantisches Publikum. Und man weiß, sowas spielt man vielleicht einmal im Leben. Das ist eine ganz besondere Show. Und für mich war es natürlich ein ganz besonderes Erlebnis, auch Freddy persönlich zu treffen. Und es gab eine große Party an der Copacabana, in der Copacabana Palace, in dem Hotel, wo alle gewohnt haben. Und das Festival ging ja eine ganze Woche lang, haben viele Bands gespielt, auch Ozzy Osbourne, Whitesnake, Iron Maiden. Ja. Und da gab es diese Riesenparty. Und das war für mich ein großartiger Moment, auf Freddy zuzugehen und mit ihm ein paar Worte zu wechseln. Später sind sie dann nach Hannover mal gekommen, haben in They Played in Germany. Und ich hatte gehofft, dass wir das Gespräch noch mal vertiefen können. Aber leider hat er sich an dem Abend den Fuß verknackst auf der Bühne und musste direkt von der Bühne ins Krankenhaus. Es war nichts Ernstes, aber der Abend war gelaufen und wir hatten gedacht, wir könnten uns halt noch sehen nach der Show. Und Peter, diese großen Partys, von denen wir gehört haben, wirklich Sex, Drugs und Rock'n'Roll, 80er Jahre, die mussten die alle vorbereiten? Diese Partys mit so vielen Menschen, wo für $50.000 Champagner getrunken wurde? Ja. 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 Na gut. Schöner Job. Ja, das ist doch ein Applaus wert. I must be one of the luckiest people in the world. Ich denke, ich bin einer der glücklichsten Menschen der Welt. I was spending Freddy's money for him. Ich habe das Geld von Freddy für ihn ausgegeben. Also er hatte die harte Arbeit. Er war derjenige, der die Musik schreibt, der da auf der Bühne steht. Und meine Aufgabe war es, die Partys zu organisieren, den Champagner zu organisieren. Also ich habe das Geld in vollen Händen ausgegeben. Großartig. Die 80er, die Zeit der ganz, ganz großen Konzerte. Wir haben das gerade gehört. Und ich freue mich, dass der Mann heute bei uns ist, der die Queen-Konzerte in Deutschland veranstaltet hat. Hier ist der Konzertmanager Fritz Rau. Fritz, schönen guten Abend. Wie viele Konzerte haben Sie ungefähr veranstaltet für Queen? Für Queen, oh, das ging nahe an 100 oder drüber. Ich habe da nicht so gezählt, ich hatte zu viel zu arbeiten. Ja, und von Anfang an? Von Anfang an. Vor ganz vielen Leuten auch? Nein, beim ersten Konzert von Queen waren gerade mal 800 Besucher im Palmengarten in Frankfurt. Aber auf dem Höhepunkt ihrer Karriere war es 68.000 in Mannheim in einem Open Air und Queen war der absolute Headliner. Jetzt erzählte Klaus gerade von der Geschichte, wo sich Freddy während eines Konzerts den Fuß anknackst. Das war auch in Deutschland? Das war in Deutschland und der Arzt kam zu mir und sagte, das Konzert muss abgebrochen werden, denn er hatte große Schmerzen trotz Injektionen. Und ich war damit einverstanden. Ich saß da, habe gerechnet, wie viele Minuten waren die auf der Bühne, wie viel muss ich zurückzahlen. Und da aber hat mir Freddy doch gesagt, das Konzert findet statt. Wir können unser Publikum nicht enttäuschen. Mhm. Und er hat unter Schmerzen weitergegeben. All diese Erfahrungen haben Sie in Ihrem Buch Fritz Rau, 50 Jahre Backstage, niedergelegt, ein Buch, das man kaufen kann. Und das noch viele interessante Geschichten hat, viele interessante Bilder von vielen weltbekannten Künstlern, die Sie veranstaltet haben in Deutschland und international. Ja. Auch von den Scorpions und auch von Queen.
Und ein Mann, der auch hart gearbeitet hat, der Frontman von Smokey war, den können wir Ihnen jetzt zusammen vorstellen, Fritz, wenn Sie wollen. Ja? Er hat sich eines Titels von Queen gewidmet und seien Sie gespannt, nicht nur das, seien Sie überrascht, wie geil das kommt. Hier ist Chris Norman, I Want to Break Free! I thought they expected you performing with the high heels and wigs, but it's not necessary. I'll give that a miss, I think. Meine Damen und Herren, wir sind gleich wieder für Sie da. Sie können anrufen, Sie können Ihren Queen Nummer 1 Hit of All Times heute voten und ausmachen. Wir werden natürlich am Schluss der Sendung zeigen. Sie können unseren Honda Jazz gewinnen und wir sind gleich wieder für Sie da mit den Scorpions und mit einer auf dieser Bühne. Willkommen zurück, meine Damen und Herren, bei Queen, die Show. Was ich hier in meiner Hand halte, sind Tourpässe, also das, womit die Mitglieder der Band in den Backstage-Bereich dürfen. Und also das ist zum Beispiel hier ein typischer Queen-Tourpass von 1982, schick, oder? Wow. Und dann gibt es natürlich Tourpässe, die waren verboten. Also einer beispielsweise, es gab diesen hier. Und damit wollte Queen nach Südamerika gehen und der sah dann später so aus.
So. Dabei muss man sagen, das einzig Pornografische daran ist die Banane, find oder? Finde ich aber auch. Finde ich aber auch. Ne? Also, ist sehr viel Sex auch auf diesen Pässen verbraten. Und wenn wir an Deutschland denken und Sex, dann denken wir an eine Stadt, wir denken an München. Richtig. Ne? Hier ist Queen in Deutschland. Im Jahr 1979 entdeckt Freddie Mercury die Stadt München für sich. Für ihn ist es Liebe auf den ersten Blick. Durch seinen noch geringen Bekanntheitsgrad in Deutschland kann er sich hier völlig frei bewegen und ein für seine Vorstellungen normales Leben führen. Lange Zeit lebt er in einer Wohngemeinschaft mit seiner damals besten Freundin Barbara Valentin, deren Wohnung sich in der Münchner Innenstadt befindet. Ihre Tochter erinnert sich. Die lagen ja oft irgendwie zu dritt, zu viert auf, ich meine jetzt angezogen, auf dem Bett rum. Die lungerten in diesem Schlafzimmer meiner Mutter rum. Und da wurde die ganze Nacht Musik gehört. Wir haben auch alte Filme von meiner Mutter angeschaut, 50er, 60er Jahre. Und da gab es einen Film, der hieß Küss mich, als gäb's kein Morgen. Und dann haben sie vielleicht diese Filmmusik zusammen gesungen, ich weiß nicht. Und auf jeden Fall hat Freddie daraus selber ein Lied gemacht, das hieß Kiss Me Like There's No Tomorrow. Und das war natürlich sehr schön, weil das war wie eine Hommage an meine Mutter. Doch nicht nur zum Feiern sind Freddie und Queen in der Stadt. In den Münchner Musicland Studios produzieren sie 4 Queen-Alben. Freddies Soloalbum Mr. Bad Guy und das legendäre Video zu One Vision. Wenn Freddie sich allein in München aufhält, wohnt er meistens in der Wohnung seiner Freundin Barbara Valentin. Ist die Band komplett in München, residieren sie im nur 10 Häuser entfernt gelegenen Stolberg Plaza, einem großzügig ausgestatteten Apart-Hotel. Nicht nur die kurze Distanz zur Wohnung von Barbara Valentin, auch die Nähe zum Gärtnerplatzviertel, dem Mittelpunkt der Münchner Künstler- und Schwulenszene, macht das Stolberg-Plaza zum perfekten Domizil. Eines der bekanntesten Lokale des Viertels war und ist die Deutsche Eiche, die ihren Ruf nicht zuletzt ihren legendären Karnevalpartys zu verdanken hat. Für Verwandlungskünstler Freddie Mercury ein kleines Paradies. When I went to Rio just recently, I missed the carnival traveling, but they had fashing over here, so I had I got into that and my God, they do know how to boogie. Die Deutsche Eiche war im Karneval das Lokal, wo alle hinwollten, weil sie haben jedes Jahr ein Theaterstück aufgeführt unter einem bestimmten Motto. Und es war wirklich hier im Fasching so voll, dass die Leute versucht haben, sich durch Fensterritzen reinzuschleichen. Da waren bestimmt drin 400 Leute, wo eigentlich nur 100 reingingen. Also es war, man konnte sich eigentlich kaum rühren. Aber es war eine unheimliche Stimmung. Also das war wirklich, die Faschingsfeste hier waren legendär. Ich habe das natürlich mitbekommen zu Hause, die gesamten Vorbereitungen. Da wurde der Kleiderschrank meiner Mutter geplündert. Es waren sicher 8 Leute bei uns dann zu Hause und haben sich angezogen. Es war natürlich wahnsinnig lustig und der Alkohol floss auch schon. Und Freddy hat mich dann gefragt, ob ich ihn schminken möchte. Ja, und ich war natürlich ganz erschrocken erstmal. Ich glaube, ich habe selber erst ein bisschen Wimperntusche benutzt. Ja. Aber er hat mich so nett gebeten, dann habe ich also versucht, in seinem Gesicht ein bisschen rumzumalen. Das ging ein bisschen daneben, aber es war so eine Art Vertrauensbeweis von ihm. Seinen 39. Geburtstag feiert Freddie Mercury in einer Disco am Gärtnerplatz. Für 100.000 D-Mark lässt er das Hendersons zu einem Tempel in Schwarz-Weiß umbauen. Während der rauschenden Party entsteht das Video zu Living on My Own. Meine Mutter hat ja auch in einem Musikvideo mitgespielt. Das Lied hieß It's a Hard Life. Das war ein ganz opulentes Video in einem Studio gedreht mit wahnsinnigen Kostümen. Freddie hatte so ein Kostüm, wo hier so ganz viele Augen auf diesem roten Anzug waren und Federn und so. Und meine Mutter steht eben so auf so einer Empore und grüßt mit ihrem riesigen Dekolleté und lacht so. Und da waren lauter so Fantasiefiguren und Gestalten und so. Das war ganz schön. Thank you.
1985 verlässt Freddie München. Er kehrt zurück nach London, in sein Haus am Logan Place, seinem letzten Domizil, in dem er später auch mit seinem letzten Partner Jim Hutton lebt. Wir haben gerade... Peter, haben Sie die Verbindung von Barbara Valentin und Freddie Mercury mitbekommen? Yes, yeah, I mean, I was ja, there. Ja, ich war ja da. Ich war ja da in der she Zeit. Was very, very special. Und sie war wirklich ganz besonders und war ganz besonders wertvoll für ihn. Sie war der Grund, warum er in München war. Es gab natürlich Studios, natürlich, es ging auch um die Arbeit, aber es war eine ganz besondere Beziehung. Wir haben ja eben sehr viele Videos gesehen, Videos aus den 80er Jahren, die ihre ganz spezielle Ästhetik haben. Und ich freue mich jetzt, einen Mann begrüßen zu dürfen, der mit seinem Kollegen und Freund zusammen zu den Videopionieren der 80er Jahre gehört. Hier ist Rudi Dolezal. Rudi. Da haben wir nicht vergessen. Du hast die Hand nicht wahr. Servus. Rudi, wie viele Videos habt ihr für Queen damals in der Münchner Zeit? Also in der Münchner Zeit waren es gleich einmal so 10, 12 und insgesamt habe ich, glaube ich, bei 40 zu zählen aufgehört, wenn man die Solo-Videos auch mit rechnet. Also wir sind, glaube ich, damals durch einen Zufall drangekommen und wir haben uns mit Freddie sehr gut verstanden und haben daraufhin eine langjährige kreative Freundschaft und auch eine persönliche entwickelt, die über viele Jahre und bis heute mit den restlichen Bandmembers geht. Und wie war die Arbeit? Wie war Queen schwierig? Ja. Sehr. Das sage ich immer. Also Freddie Mercury war einer der forderndsten Menschen, die du dir vorstellen kannst. Er war auch einer der liebenswürdigsten. Er war wahnsinnig schnell. Er war unheimlich fordernd in dem, was er von dir verlangt hat. Er war gebildet, er hat unheimlich guten Geschmack gehabt und das hat dich permanent dauernd, wie bei John Wayne, musstest du immer gehen und musstest schießen. Was war das jetzt für eine Idee? Meistens sind diese Videoideen entstanden in den Wohnungen oder Häusern, sowohl Jim als auch Phoebe, wie wir ihn nennen dürfen. Peter Freestone, Spitzname war Phoebe von ihm, waren dabei. Und ich kann mich an eine Geschichte mal erinnern, für das Video Breakthrough wollte Freddie alles genau durch. Das war mit der Eisenbahn, oder? Genau, mit der Eisenbahn wollte er das durchtesten. Und das schöne Fotomodell war noch nicht da und die schöne Tänzerin. Und dann musste Peter Freestone, Phoebe, sozusagen einen Schwan tanzen im Wohnzimmer. Wir mussten uns ein hübsches, blondes Mädchen vorstellen, aber es ging dem Freddie ums Timing, ob sich das während dem Solo ausgeht. Ja? Ja, zu dieser Zeit war ich etwas schlanker. Aber Sie konnten Sie nicht überzeugen, dann im Video auch aufzutreten? Es war nicht vorgesehen, war nicht vorgesehen. Es war nicht vorgesehen. The wig just didn't look so good. Ja. Nein, also die Perücke, die sah nicht so klasse aus. Ich glaube, die Geschichte ist, dass einer der anderen Bandmitglieder mit dieser Dame, die da in dem Video zu sehen ist, ausging gerade zu der Zeit. Roger Taylor war sozusagen mit ihr liiert und später ist seine Frau, hat ihm 2 Kinder geschenkt. Du bist jetzt gerade aus Los Angeles, wo kommst du gerade her? Also Philadelphia, New York und Miami. Ja. Ja, und du hast uns eine Grußbotschaft mitgebracht. Das ist richtig, wie alle vermutlich wissen, ist der Queen und Paul Rogers wieder auf Tournee. Ja. Das war ja auch hier in Deutschland einige Konzerte. Sehr erfolgreich. Sehr erfolgreich und werden auch vermutlich im nächsten Jahr nochmal kommen zu großen Outdoor-Shows. Und ich habe sie gesehen in New York vor 10.000 Leuten im Nassau Coliseum. Da haben sie liebenswürdigerweise den Wiener Walzer gespielt, als sie mich gesehen haben und gesagt haben, our friend Rudy from Austria. Die waren begeistertes Publikum und dann auch in Philadelphia. Und rund um diese Amerika-Tournee haben wir eine kleine spezielle Grußbotschaft extra für diese Sendung hier euch mitgebracht und gedreht. Da freuen wir uns und die schauen wir jetzt an. Roger Taylor hier. It's Brian hier. Speaking to you from some studio someplace. To say very sorry that Queen can't be here. But we wanted to send you a message. First of all, to say thank you for all the stuff you've done for us over the last few years. I'm sure it's going to be a wonderful show. I know your program's going to be great. I'm very happy to be in it in some form. Sorry we can't be there. Lots of love from Queen. God bless you. Take care. Yeah, danke schön. Wir freuen uns.
Und wir können uns jetzt noch etwas anderes freuen, nämlich auf das, was Freddy auch noch bedeutet. Denn er war ja nicht nur ein großartiger Sänger, ein Komponist, sondern er war auch so etwas wie eine Stilikone. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Freddy, die Stilikone. It's so you. Freddie Mercury war nicht nur als Sänger einzigartig. Seine Kostüme und seine schrillen Outfits prägten Generationen von Popstars und anderen Bühnenkünstlern. Seine fantasievollen Kostüme, seine Freude an Maskerade und Rollenspiel ließen ihn gleichzeitig zum Märchenkönig, zur Diva, zur grazilen Prima Ballerina und zur männlichen Stilikone werden. If you look at the whole transition and the different ways that he changed looks, I think that shows a wonderful free spirit. Er wollte unbedingt immer ganz, ganz breite Schultern haben, aber das war in den 80er Jahren ja E-Mode. Und er wollte so einen Military-Look, der eben mit Glamour verbunden war. Also wir haben dann auch Brillantorden draufgesetzt und das Ganze eingefasst nochmal mit Strass und so. Also schon sehr showartig. But I remember Freddie on that occasion phoning up from Sweden where they did their opening nights on the tour. It isn't working. We need something else. We need some. I've got to do something. And I've had this idea. The others don't like it, but I want to do it. I want a crown and I want a cloak with the ermine in. And all I said to him, I said, do you want this crown of metal? Yes, that was it. That would really be a breakthrough. Und diese Jacke hier ist, meine Damen und Herren, auch ein Original. Freddy hat sie getragen während der 1979er Jazz-Tour. Und das ist also eine echte Queen-Devotional. Sehr klein, ja? Es ist, ja, es ist small. It's small, ja? I don't know what it is in meters, but he was 5'9". Er ja. War 5'9" groß, ich weiß nicht, wie viel. Also Freddy brauchte keine Angst haben, dass sie ihm seine Sachen wegnehmen und heimlich anziehen. Das ist ein German Joke. Also, wie gesagt, wir können uns übrigens bedanken für diese wunderbaren Dinge, die wir zeigen können, bei Ralf Zurlo und dem einem der Vorsitzenden des offiziellen Fanclubs, Andrea Vogts, die hier sitzen, die uns die Sachen zur Verfügung gestellt haben. Klasse. Übrigens, das muss ja auch sein. Ich glaube, das liegt euch besonders am Herzen, ja? Das ist wirklich, meine Damen und Herren, das ist große Klasse, das müssen wir zeigen. Also dieser lustige Hamster mit Schnäuzer. Oh, er ist ein bisschen müde. Großartige Musik, technisch auch großartig umgesetzt, finde ich. Also das kann man über jede Anlage spielen. Ich sehe, Lou, du guckst schon die ganze Zeit auf diese Red Special. Ist das ein Traum von dir, diese Gitarre? Ich habe so ein bisschen, ehrlich gesagt, das Gefühl, wie es damals war in der 6. Klasse, als ich immer zu Annette Becker rüber geguckt habe und mir dachte, wie fühlt die sich wohl an? Ja, und ja. So ein bisschen geht es mir mit dieser Gitarre jetzt auch so. Die ja wirklich Rockgeschichte geschrieben hatte und vom Sound her einzigartig war. Klar. Wir haben mit Doro ein bisschen was abgesprochen vorher, nämlich dein Lieblingslied von Queen ist? Ja, Spread Your Wings. Spread Your Wings. Ja, die Melodie und, das Gleiche, was wir mit Doro abgesprochen haben, haben wir mit dir nicht abgesprochen. Ich ahne schon. Wir wissen aber, dass du Gitarre spielen kannst. Das ist ein bisschen übertrieben. Also zumindest sagen wir mal, ich an der Gitarre von Brian May ist ein bisschen so, als würdest du meine Mutter in einen Formel-1-Wagen setzen und die ist 84 und hat keinen Führerschein. Also, aber könntest du vielleicht den Refrain, den Refrain von Spread Your Wings, würdest du das zutrauen? Wie war das nochmal?
Aber wir können es versuchen. Ist das dieses Spread your wings and fly away. Soll das mal probieren? Wer das war? Ja, natürlich. Ich gucken. Mit einer Münze? Mit einer Münze. Ah, Münze schaffe ich nicht. Ist sie denn gestimmt? Meine Damen und Herren, Lou Richter und Doro Pesch. Hey, der Wimmerhahn. Spread ist das your auf wings. D? D? Okay. Soll ich D vorgehen? Oh. 1, 2, 3, 4. Spread your wings and fly away, fly away, fly away. Spread your little wings and fly away, fly away, far away. Put yourself together, 'cause you know you should do better. That's because you're a free man, yeah. Ja, genau. Sehr schön. Sehr schön, meine Damen und Herren. Sie haben jetzt die Chance, einen Honda Jazz zu gewinnen. Voten Sie Ihren Queen Top Song of All Times. Und wir sind gleich wieder für Sie da, hier mit den Scorpions und mit Digitaltechnik, was möglich. Freddy, live auf unserer Bühne. Bleiben Sie dran, bis gleich. Rufen Sie an und wählen Sie Ihren persönlichen Lieblingssong von Queen. Easy come, easy go, will you let me go? Bismillah, no, we will not let you go. Let him go! Bismillah, we will not let you go. Let him go! Rufen Sie an und gewinnen Sie diesen Honda Jazz ES Sport mit 1,4 Liter Motor im Wert von 18.000 Euro. Hoher Komfort und reichlich Platz in Verbindung mit ultrasportlichem Design. Rufen Sie jetzt an unter 01379 890 und die Endziffer Ihres Favoriten. Viel Glück! I'm just a musical prostitute. Ganz persönlich und aus der Sicht seiner engsten Vertrauten. One of the most important figures in rock and roll. Freddie Mercury, ein Porträt. Heute um 22.30 Uhr. Willkommen zurück, meine Damen und Herren, bei Queen, die Show. Und meine Damen und Herren, wir haben uns bisher den glamourösen Seiten von Queen gewidmet, dem Paradiesvogel Freddie, den exzessiven Partys, dem nie versiegenden kreativen Geist. Aber Ende der 80er Jahre, da legte sich ein dunkler Schatten über das Leben der Band. '87 erfüllt sich der Opernfan Freddie Mercury einen Lebenstraum. Zusammen mit der weltberühmten Operndiva Montserrat Caballé nimmt er die Rockarie Barcelona auf. For the opera world has been a revolution. Now I'm going to opera. Forget rock and roll. Dieses Lied wird zur inoffiziellen Hymne der Olympischen Spiele 1992 in Barcelona. Zu dieser Zeit werden erste Gerüchte über eine Erkrankung von Freddie Mercury in der Öffentlichkeit bekannt. Im Februar 1991 kommt Innuendo auf den Markt. Es ist das letzte Album, das zu Freddies Lebzeiten erscheint. Von den Fans mit Begeisterung aufgenommen und The Show Must Go On wird zu einem weiteren Welthit. Aber was dieser Song eigentlich bedeutet, wird erst mit Freddies Tod klar. Im Februar finden die dreitägigen Dreharbeiten mit Doro zu I'm Going Slightly Mad statt. I'm going slightly mad.
and going slightly mad. It finally happened. Freddy ist stark abgemagert und offensichtlich in einem sehr schlechten Gesundheitszustand. Doch vor der Kamera wächst der schwerkranke Superstar wieder einmal über sich selbst hinaus. Überraschend entscheidet sich Freddy im November 1991, der Welt seine Krankheit zu offenbaren. I feel like no one ever told the truth to me. Doch die Hoffnung auf Heilung währt nur einen viel zu kurzen Tag. Keine 24 Stunden später stirbt er. Es ist der 24. November 1991, im Alter von 45 Jahren, in seinem Heim am Logan Place Nummer 1 in London. Freddie Mercury, who died late last night from AIDS, 45-year-old Queen singer who died yesterday. Too much love will kill you if you can't make up your mind. Torn between the lover and the love you leave behind. You're headed for disaster, 'cause you never read the sign. Freddie Mercury, schon zu Lebzeiten eine Legende des Rock, ist tot. Und die ganze Welt trauert um ihn. Freddie was the best teacher I ever had. I learnt more about art, life and love from him than I did from anyone else. He was one of the most important figures in rock and roll over the last 20 years. I will miss him. We will all miss him. Auch Queen sind tief erschüttert und komponieren als Zeichen ihrer Trauer No One But You, Only the Good Die Young für ihren besten Freund Freddie Mercury. Eine HIV-Infektion in den 80er Jahren, das war damals ein Todesurteil, weil man konnte damals noch nicht mit Medikamenten den Ausbruch der Krankheit verhindern, wie wir das Gott sei Dank heute können. Freddy wusste ja schon viel früher als wir von der Infektion. Wie hat er das aufgenommen, Jim? Nun, ich bin nach Hause gekommen. Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Jahr das war. 87 vielleicht. Nun, wir haben uns umarmt. Und er sagte, ich habe hier eine Nachricht, eine Neuigkeit für dich. Während du weg warst, hat der Doktor aus meiner Schulter was rausgenommen. Er hatte... Also es war eine Probe, hat er genommen. Und er hatte dann die Ergebnisse dieser Probe bekommen und er sagte, ich habe AIDS. Er hat es nicht vielen erzählt, aber wenn er es getan hatte, dann sagte er, dann machte er einfach diese Erklärung, ich habe AIDS. Und das ist das letzte Mal, dass wir darüber sprechen, das wird nicht mehr erwähnt werden, es ändert nicht die Arbeit, alles geht weiter wie normal. Er wollte kein Mitleid, er wollte nicht, dass irgendjemand die Arbeit verändert, Rücksicht auf ihn nimmt. Er hatte noch sein Leben. Ihr habt ja das letzte Video mit Freddy gedreht. Das letzte wirkliche, wo er mitgemacht hat, haben wir vorher gesehen, nämlich künstlerisch, war I'm Going Slightly Mad, wo er den verrückten Professor spielt. Mhm. Das allerletzte Mal vor der Kamera war im Juli des Jahres, wo er gestorben ist. Das Entscheidende und für mich so Berührende war aber eine Szene. Ich wurde vorher vom Management angehalten, weil ich bekannt war dafür, dass ich oft Szenen wiederholen ließ, weil ich Perfektionist war, wie auch bin, wie auch Freddy.
das Geist. Und bitte nicht zu so viele Szenen wiederholen. Freddy war schon sehr krank. Und ich mache das Master-Close ab und schau mit. Und es war sehr, sehr ergreifend, war ganz ruhig im Studio und war wunderbar. Und ich sage, okay, thanks, that's it. Und Freddy sagt, oh, no, 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 we do it again. Und ich denke mal, warum wir es nochmal machen? Das war total in Ordnung. Sage ich, okay, we do it again. Und dann macht das nochmal again. Und wenn man sich das Video ansieht, ist ganz am Schluss eine Szene, wo er sozusagen in die Kamera flüstert, I still love you. Und in dem Take, den wir dann nochmal gedreht haben, macht er die große Freddie Mercury-Pose, fällt dann kurz in sich zusammen, lächelt über sich selbst, so quasi, Freunde, nehmt nicht alles oder euch selber nicht so wichtig, und schnippt dann in die Kamera, nachdem er gesagt hat, I still love you, und geht praktisch aus dem Leben. Und mir ist am Schneidetisch dann aufgefallen, warum er das nochmal drehen wollte, weil ihm in diesem Sekunde eingefallen ist, das ist das Letzte, was jemals von mir auf Film bleibt, die letzte Szene, die jemals gedreht wurde. Auch das zeigt, dass er selbst noch, ich sag mal, vom Himmel die Fäden zieht. Also was wir hier machen, ist zum Teil, also noch Teil auch Dinge, wo sein Spirit weiterlebt, weil er weit über sein Leben hinaus auch nachgedacht hat. Und deswegen habe ich ihn auch so bewundert und finde auch, er ist einer der größten und besten Menschen, für die ich jemals arbeiten durfte. Ihr habt ja auch das Memorial-Konzert aufgezeichnet. Ja. Und Klaus, du warst auch dabei bei dem Memorial-Konzert. Bei dem Mercury-Tribute-Konzert. Das Tribute-Konzert. Ja. Wie war da die Stimmung und wie war der Umgang der Kollegen mit dem Werk? Das war unglaublich. Es war eine Celebration of Freddy's Life. Ja. Es ist tröstlich zu sehen, dass seine Musik und seine Stimme und sein Lebenswerk immer weiterleben wird. Und das ist fantastisch, dass die ganze Welt immer noch von dieser Musik berührt wird. Immer wieder und immer wieder. Und erinnere dich, bei den Proben zum Mercury Tribute Konzert, ja, wo wir das auch mitgefilmt haben, hat man immer das Gefühl gehabt, das war der gleiche Tontechniker von Queen. Das war die ganze Mannschaft. Alle haben irgendwie geschaut und jeder hat gedacht, irgendwann geht jetzt die Tür auf und Freddy kommt nochmal rein. Das war alles so wie bei Queen Konzerten. Und der Spirit war so positiv, dass eigentlich alles, was nur gefehlt hat, war physisch eher. Aber er war natürlich spirituell da. Und es war eine großartige Geste auch von allen Künstlern. Es ist nicht einfach, das Werk eines anderen Künstlers zu spielen als Tribute. Und man muss sagen, dass es wirklich ganz wenige Sänger auch gegeben hat bei diesem Tribute, die wirklich Freddys Stimme, die diese Songs performen konnten. Und ich finde es großartig jetzt, dass Queen nach all den Jahren, dass sie wieder auf Tour sind. Paul Rodgers, ich denke, diese Kombination, es funktioniert und es hat einen ganz besonderen Charme. Aber Freddy zu ersetzen ist unmöglich. No way, forever. He lives on forever, für immer. Du hast es, ja, aber Rudi, du hast es gerade gesagt, Klaus Beine hat diese Stimme, ja, und diese Stimme gehört natürlich zu den Scorpions. Und Klaus, ich darf dich jetzt auf die Bühne bitten, okay, denn wir haben jetzt die große Freude, den neuen Titel der Scorpions hören zu dürfen. Hier sind die Scorpions mit Deep and Dive. Yeah.
rufen Sie an und wählen Sie Ihren persönlichen Lieblingssong von Queen. Radio Gaga. Easy come, easy go, will you let me go? Bismillah, no, we will not let you go. Let him go. Bismillah, we will not let you go. Let him go. Rufen Sie an und gewinnen Sie diesen Freddie Mercury. I'm just a musical prostitute. Ganz persönlich und aus der Sicht seiner engsten Vertrauten. One of the most important figures in rock and roll. Freddie Mercury, ein Porträt. Gleich im Anschluss bei Kabel 1. So rock you. Willkommen zurück, meine Damen und Herren, zu Queen, die Show. Wir haben bisher die Geschichte der Band verfolgt bis zum tragischen Ende von Freddie Mercury. Und jeder dachte, nach dem Tod von Freddie, da kann nichts mehr kommen. Aber das stimmt natürlich nicht, wie Sie wissen. Denn getreu dem Motto, the show must go on, ist die Band heute immer noch kreativ, hat neue sprudelnde Ideen und hält somit auch das Erbe von Freddie, das Andenken in unseren Köpfen und natürlich auch in unserem Bauch durch die Musik. Hier ist die Legende lebt, Queen heute. Vier Jahre nach Freddies Tod erscheint Made in Heaven, ein Queen-Album, das nach Freddies Tod produziert wurde. Die Musik von Queen ist bis heute eine Inspiration für Künstler aus allen Genres. Hollywood vertraut auf die Wirkung von Queen-Musik. Der Blockbuster Wayne's World hat nicht zuletzt wegen des Einsatzes von Bohemian Rhapsody Kultstatus erreicht. Und für die rockige Rittersaga Ritter aus Leidenschaft versuchte sich eigens Robbie Williams an We Are the Champions. Sogar Showmaster Harald Schmidt brilliert als Freddie Mercury-Double. Aber auch im Theater feiern Queen große Erfolge. Zusammen mit Hollywood-Legende Robert De Niro produzieren Roger Taylor und Brian May das Musical We Will Rock You. Es wird 2002 in London uraufgeführt und natürlich steht die Musik von Queen dabei im Mittelpunkt. Die meisten Emotionen entfesseln Queen allerdings nach wie vor in den großen Sportarenen. Kein Klassenerhalt, kein Pokalsieg und kein Meisterschaftstitel ohne die Siegerhymne We Are the Champions. Im März 2005 können Queen-Fans weltweit aufatmen. Nach 19 Jahren können sie ihre Band wieder live sehen. Queen geht wieder auf Tour. Als Sänger verpflichten sie den legendären Paul Rogers, Sänger von Bands wie Free und Bad Company. Es wird immer betont, dass Paul nicht der Ersatz von Freddie ist. Deshalb auch die Bezeichnung Queen und Paul Rogers. Und wie vor 20 Jahren singen die Fans jedes Lied Wort für Wort mit. I came to Budapest because in 1986 I was too young to watch the Queen performing live, and I think this is the only chance for me in life. Am 5. September 2006 wäre Freddie Mercury 60 Jahre alt geworden. Und obwohl es schon so lange her ist, dass Queen gemeinsam die Massen begeistert haben, sind Freddie und Queen immer noch in aller Munde. Junge Menschen, die zu Freddies Lebzeiten noch gar nicht gelebt haben, entdecken diese zeitlose Musik für sich und werden Queen-Fans. Queen, der Mythos lebt. Für immer. Inside my heart is breaking, my makeup makes me flame.
The show must go on, meine Damen und Herren. Und jetzt, es ist soweit, jetzt haben wir die schon angekündigte Sensation. Zum ersten Mal im deutschen Fernsehen werden wir es jetzt dank technischer hervorragender Möglichkeiten schaffen, Freddie Mercury hier auf unserer Bühne erscheinen zu lassen. Ich lade Sie ein in eine, zu einer Reise in die Vergangenheit. Hier ist er, hier ist Freddie Mercury und hier ist These Are the Days of Our Lives. Get to feeling I was back in the old days, long ago, when we were kids, when we were young, things seemed so perfect, you know. The days were endless, we were crazy, we were young, the sun was always shining, we just lived for fun. Sometimes it seems like lately, I just don't know. Rest of my life's been just a show. Those were the days of our lives. The bad things in life were so few. As possible. Aber ich denke, er hätte es gemocht, weil er war, glaube ich, immer auch an den neuesten Techniken interessiert und er hat, glaube ich, seine Freude dran gehabt. Ja, es gehen auch sehr viele Erinnerungen ein durch den Kopf, wenn man das wieder sieht. Das ist ein, ich habe gewusst, dass das für uns auch alle ein emotioneller Abend wird und das ist halt schon etwas, das ist auch, soll ich sagen, die Realität, dass er weiterlebt. Und das ist dann meinem erst nachher bewusst geworden, was man alles für kleine Dokumente mitschaffen konnte. Dass wir jetzt noch, und auch neue Leute und junge Fans, die Möglichkeit haben, den Freddy, den wir noch privat oder persönlich kennengelernt haben, mittels Video oder DVD kennenzulernen. Dadurch lebt er, the show must go on, und also lebt er auch weiter. Und das ist gut so! Wir haben auf jeden Fall noch die Gelegenheit, meine Damen und Herren, eines der von Rudi angesprochenen großen Videos heute zu sehen, denn es ist entschieden. Die Kabel 1-Zuschauer haben das Queen-Video, ihr Lieblingsvideo of all times, gewählt. Es gibt auch einen Gewinner. Herzlichen Glückwunsch. Der ist jetzt momentan gerade eingeblendet. Sie haben gewonnen, unseren Honda Jazz. Herzlichen Glückwunsch von hier aus. Ja, 18.000 Euro, tolles Auto. Sie durften wählen zwischen den drei Queen-Titeln Radio Gaga, Don't Stop Me Now und Bohemian Rhapsody. Und ich hab's immer gewusst.
Mir war es klar. Ich hätte es doch vorher sagen können. Wir haben es eigentlich alle gewusst. Trotzdem schön, dass Sie angerufen, meine Damen und Herren. Mit ganz großem Abstand natürlich die Nummer 1 der Kabel 1 Zuschauer, der Queen Top Titel of All Times, Bohemian Rhapsody. I see a little silhouette of a man. Scaramouche, Scaramouche, will you do the fandango? Thunderbolt and lightning, very, very frightening me. Galileo, 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 Galileo Figaro. Magnifico! I'm just a poor boy and nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family. Spare him his life from this monstrosity. Easy come, easy go, will you let me go? Bismillah, no, we will not let you go. Let him go! Bismillah, we will not let you go. Let him go! Bismillah, we will not let you go. Let me go! We'll not let you go. Let me go! We'll not let you go. Never let me go! Oh, mamma mia, mamma mia! Mamma mia, let me go! Beelzebub has a devil put aside for me. For me. Freddie Mercury, meine Damen und Herren, wäre in diesem Jahr 60 Jahre alt geworden, aber wie wir, glaube ich, heute alle erfahren konnten, seine Musik wird noch in 600 Jahren strahlen. Und wir freuen uns jetzt noch einmal auf das Ensemble des Musicals We Will Rock You. Hier ist We Will Rock You Ensemble mit, natürlich, We Are The Champions. Vielen Dank, meine Gäste, danke, dass Sie da waren. Herzlichen Dank, es hat mich sehr gefreut, dass ihr da wart. Bis zum nächsten Mal. Danke, tschüss, servus, auf Wiedersehen. Tschüss. Bad mistakes I've made a few.